So, da bin ich wieder. Ja, können unseren Hund petten. Ja, guter Junge. Das ist ein Lieber. So. Nächsten Monat neue Träger bekommen. Ja, also am Anfang fand ich das ja ganz lustig, dass sie da mit der Magie hier so Dingsbums benutzen. Dass sie da mit dieser Magie halt alles so ein bisschen in den alltäglichen Gebrauch mit einbringen. Aber wenn das wirklich so teilweise stimmen sollte, was der Sid uns erzählt hat, da muss ich ganz ehrlich gestehen, kriegt das alles eine komplett neue Bedeutung. Kann ich nicht? Natürlich nicht. Ich dachte, wir sehen das Bordell mal von innen. Ist ja langweilig. Nicht zu spät? Gerade rechtzeitig. Drinnen ist es leider schlimmer als gedacht. Truppen so weit das Auge reicht. Und wer klopft an? Der flüchtige Überläufer. Genau deshalb nehmen wir die Hintertür. Sieht schick aus. Die Lusthöfe. Heute dreht sich alles nur um Ficken. Die Lusthöfe. Ach, sind wir jetzt im Schleier? Ja, das ist natürlich. Was habt ihr denn? Die wollen ein bisschen alleine Ist sein. man so ungestört wie in einem. Ach ja, ich fühle mich beobachtet. Und jetzt? Wie geht es weiter? Wir nehmen das Kristalltor. Gleich nach Sonnenuntergang. Werden dort nicht die Splitter verladen? Das ist einer der schwerstbewachten Orte in Sanbreck. Du bist informiert, doch nicht ganz. Es gibt dort eine Abkürzung direkt zum Kern. Eine Abkürzung. Interessant, dass ein flüchtiger Dominus an solche Informationen kommt. Nun, vielleicht habe ich den Weg schon einmal ausprobiert. Und vielleicht musste ich da abhauen, weil Bahamut mich entdeckt hat. Schnee von gestern. Oh, okay. Sid, falls das mit den Mutterkristallen wirklich stimmt... Falls? Das trifft mich, Jill. Was ich sagen will, ist... Falls die da oben alle davon wissen, warum tut dann niemand etwas dagegen? Wie du vielleicht weißt, sorgen die gottesfürchtigen Menschen hier und ihre frommen Führer sich nur um eins, sich selbst. Und sie werden alles tun, um an der Macht zu bleiben. Der Rest ist ihnen vollkommen egal. Traurigerweise stimmt das. Erhebt, ist man geächtet. Was sagt dir mein Controller? Oh fuck. In die Kerker und auf nimmer Wiedersehen. Geächtet. Wer die Kristalle in der Hand hat, beherrscht die Welt. Aber wir können auch ohne sie Magie wirken. Für unsere Herrscher sind wir die idealsten Werkzeuge und die gefährlichsten. Aber was gibt ihnen das Recht, uns so zu behandeln? Uns auszubeuten und dem Tod zu überlassen?
Was kümmert einen Fürsten ein zerbrochener Krug? Was denkst du? Wir bedeuten ihn überhaupt nichts. Nein, wir können mit Worten nichts erreichen. Ich hab's versucht. Man stößt auf taube Ohren. Die Welt will uns nicht zuhören. Also Schluss mit Reden. Wenn man uns keine Stimme gibt, verschaffen wir uns anders Gehör. Ihr könnt mir nicht verübeln, dass ich dem ein Ende setzen will, oder? Ich nicht. Aber du wirst vielen Menschen das Leben zerstören. Für sie bist du dann auch ein Geächteter. Sid, der Geächtete. Gefällt mir. Ich glaube, das ist dem scheißegal. Willst du das nicht ein bisschen ernster nehmen, Sid? Ach, sei doch nicht so, Jill. Gönn mir wenigstens einen richtigen Titel. Wenn man sich dafür an mich erinnert, spiele ich doch gern den Bösewicht. Ich glaube, der hat eh nicht mehr lange. Komm zurück, Justin. Tja, die Jill fühlt sich in dem Bordell ziemlich unwohl. Einmal drin gibt es kein Zurück. Also macht euch bereit. Die Welt rettet sich nicht selbst. Tja, wir haben wohl einiges zu tun. Nee, ich habe jetzt genug Nebenquests gemacht. Obwohl das mit dem Mädchen und der Chloe war halt echt überall. Ein Schlüsselmoment, ab dem Punkt müssen wir nicht mehr zurückkehren können. Weiter. Ah nee, dann machen wir doch nochmal. Nebenquest. Schlüsselpunkt der Geschichte. Interessant. So, was gibt's hier denn noch? Frischer wird das Obst nicht mehr. Gut. Oh, hier ist aber noch einiges zu tun. Nee, komm, ich will jetzt weitermachen. Hi, Juna, grüß euch. Wir machen jetzt gerade hier weiter mit der Hauptstory. Wir waren eben, hatten eben mit der, ja, mit der Gruppe haben wir vor, einen dieser Mutterberge zu zerstören. Weil der Sid denkt, der alte Mann mit dem kurzen Haar, dass die Mutterkristalle zwar die Fäulnis aufhalten, aber nicht zurückhalten, sondern so wenig Patrouillen. Das Äther so aus dem Land ziehen. Wachdienst hier nicht so ernst zu nehmen, wie du es tust. Kommt uns gelegen. Das wär's ja mal. War vielleicht doch nicht so ein schlechter Plan. Was soll das denn schon wieder heißen? Dass ich mich noch gut an deine letzte tolle Abkürzung erinnern kann. Ach, die war doch spannend. So ein Plan muss nicht perfekt sein. Ist das Interessante ist, dass wir mit dem Wort der Madame halt die gesamte Stadt in der Hand hatten, obwohl so wir... Also. Live, mein Junge. Selbst die kleinsten Hürden im Leben Träger sind. Über dich hinauszuwachsen. Aber wer will sich schon mit der Bordellmama anlegen? Sie werden dich in vor allem die Jungs und die Männer. Heraus erfüllen. Unter Erfüllung stelle ich mir was anderes vor. Ich bin noch jung und knackig genug. Ist was? Nein, nichts. Ich frage mich nur, wann ihr fertig seid. Mit dem Schwanzvergleich. Gut, gehen wir den Kern des Kristalls zerstören. Tja, kaum ist eine Dame dabei, bam! Dann sollte das ganze Ding in sich zusammenstürzen. Und was, wenn wir auf Widerstand treffen? Dann werden wir die Chance nutzen, um über uns hinauszuwachsen. Muss mal gucken, wie voll der... Wie voll ist denn aktuell der Akku? Lasst euch nicht entdecken. Sagt bloß. Keine Sorge, die Luft ist rein. Können wir überhaupt entdeckt werden? Also Sid denkt, dass wir dass die Mutterkristalle, die Fäulnis aufhalten,
den Äther aus dem Boden saugen. Ich will mal was gucken. Das ist sau nervig. So. Ging einfacher als gedacht. Dem so. Ding hast du es aber gezeigt. Gern geschehen. Ich hoffe, euch geht soweit ganz gut, euch beiden. Der Riesenkampf, mit der, als wir uns mit der Feuer-Esper verbunden haben, war halt schon ein bisschen brutal. Der Haupttunnel? Weil wir nochmal sehen mussten, wie der Phönix auseinandergenommen wurde. Aber der kleine Junge sah halt so ein bisschen aus wie unser Bruder. Der hatte sich zumindest im Hintergrund mal zu erkennen gegeben. Da haben wir ein paar neuen, haben wir einen neuen Rage-Modus freigespielt. Ich bin mal gespannt, ob es wieder einen Esper-Kampf gibt. Die finde ich persönlich ja ganz geil. Jeder Spaß. Ab jetzt könnten wir etwas mehr zu tun haben. Tja. Bam. Yay, Stufe erhöht. Ich glaube, das ist die Chance, von der ich vorhin gesprochen habe. Wen haben wir denn hier? Habt ihr Würmer euch verirrt? Der hat bestimmt was zu kompensieren mit dem langen Rohr. Fischfutter, wenn mein Mörser euch zermalmt. Originell? Stopfen wir ihm das Maul. Au!
als Trupp auf die Schweinebacke. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Mein Mitleid. Du wirst auch keins bekommen. Nichts mehr in ihm außer Wut und Hass. Erlösen wir ihn. Alter Schwede, auf die Schnauze mit dem. Au! Au. Au. Du elende Schwanzmade. Komm schon, den machen wir jetzt platt. Jawoll. Huh. Der Huni bellt, das ist gut. Feuerramme, Gunst des Infernos, Feuerramme. Erhöht den Schaden von Feuerramme. Oh, Feuerramme ist gut. Ich muss mal meine Talente checken. Ein schöner Anblick. Akasisch oder nicht, das war ein Mensch. Ertrunken im Äther. So ein Tod verdient niemand. Kommt. So, 1000. Was haben wir hier? Limitrausch. Limitleiste gefülltes. Verbessern, ja. Lebensflamme können wir auch verbessern. Alter, das sind richtig brutale Skills. Provozieren. Trampler brauche ich jetzt auch nicht. Ehrlicht. Ja, das wäre natürlich cool, ne? Das Hochrede brauche ich jetzt nicht zwingend. Oh, Feuerschwalb Phönix. Oh, das. Oh, das ist doch scheiße. Warum kann ich nur. Das so viele coole Sachen. Wachdienst, hier kommt einem Todesurteil gleich.
So, Lebensflamme behalte ich mal. Feuerwirbel auch. Och, ist doch... Das ist ärgerlich. Aber was kümmert es den Kaiser? Bei Hogwarts hast du wenigstens 4. So. Lasset den Segen eure Lungen füllen. Ein Dominus zu sein hat auch seine Vorteile. Seht, das ist eine Ätherflut. Das ist gar nicht gut, oder? Was ist mit den Schürfern hier unten? Nun, letztes Mal gab es die noch nicht. Aber wir sollten uns wohl sputen. Uns kann der Äther nichts anhaben. Alle anderen können das aber nicht von sich behaupten. Tja, sind jetzt Supermonster geworden, sozusagen. Also, Sid ist ein Donnerdominus, wir Dingsbums, Feuer, Esper, etc., etc. Und die Schürfer hier, ja. Alles nicht so geil. Die Frage ist, was mit dem passiert. Zu Hause vertreiben kann, dann sicher eine Ätherflut. Jetzt verstehe ich. Die Wachen am Tor. Die sollten nicht den Weg hinein versperren, sondern keine Akasischen rauslassen. Verstehe. Du darfst sie Isabel nennen. Ja, ich darf die Bordellmama Isabel nennen. Muss ich nicht hier lang? Achso. Gut. Tja, der Kaiser will die Hauptstadt aufgeben. Ist natürlich so geil. Der Hund schafft das auf jeden Fall. Ist nicht so weit. Los. Links ist ein Balken. Der stürzt doch da jetzt runter. Krach. Links ist ein Balken. Links wäre ein Balken gewesen. Lederhandschuhe sind eigentlich relativ glitschig. Das ging früher schon mal besser. Tja, du bist halt alt, alter Mann. Eigentlich sagt man Danke. Sie ist positiv. Mit mir verirrt ihr euch nicht. Das ist so ein Arsch. Manchmal. Manchmal kann der echt nervig sein. Vor allem laufen wir sowieso voran, also. Sid. Mein Lieber. Schlachtruf. Einige Gegner, wenn ihre Angriffseigene erhöhen. Achte auf das.
bevor sie dir zu viel Schaden zufügen können. Alter, die Phoenix-Skills sehen so geil aus. Das, also optisch und kämpfmäßig ist das Spiel einfach ein Traum. Die Nebenquests gingen auch bis jetzt eigentlich. Also, nur das mit der Chloe und dem kleinen Mädchen war echt übel. Ich habe auch erst gedacht, so wie das kleine Mädchen mit dem spricht, ist es so eine Katze oder ein Hund oder so, aber... dass sie da von einem Menschen gesprochen hat. Das sieht doch aus, als wenn es gleich Aua macht. Es war schön, dass man sich mit Sid nicht verirrt, aber meine Frage, wie soll denn das anders ergehen? Wie soll ich mich hier nicht verirren? Oh. Soll ich hier lang? Ich warte noch ein bisschen. Oh nein, die laden sich ja nicht automatisch auf. Oh, Kacke. Ich dachte, ich gehe jetzt hier ein bisschen weiter. Doch. Aber ganz langsam. Oh, shit. Fällt mir gar nicht. Das lief besser als erwartet. Tatsächlich. Aber der, glaube der Typ da hinten wird da nicht so. Jetzt aber auf die Presse. Gut. Also das Kämpfen macht mit dem Erwachen echt Spaß.
Kann ich den Hammer nicht nehmen? Oh, schade. Gut, dann nicht. Wäre cool gewesen. Ja, wie findet ihr das Spiel bis jetzt noch? Oder wieder? Also ich feiere das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde das auch noch eine Weile spielen. Ich habe viel Cola getrunken, aber ich habe so Hunger. Wie viel haben wir es eigentlich? Mal kurz noch 12. Vielleicht mache ich nachher mal eine Pause. Ich sehe, haben Sie die Holztür durch was Stabileres ersetzt. Komm auf 3. Was ist mit 2? Frag die 1. Nochmal? Klar, aber mit Schmackes. Wen hält sowas auch auf? Euch? Zumindest ein bisschen. Korallenschwert. Ja, 185, okay. Man kriegt aber auch wirklich immer so Kleinigkeiten, ne? Oh, ich dachte, jetzt kommen hier irgendwelche Monster oder so. Dabei ist es mein Hundi. Habe ich mich vor dir erschrecken? Ist auch ein Lieber. Der will nur kuscheln und spielen. Der Mutterkristall ist gleich da vorn. Ist er das? Ich sehe überhaupt nichts. Naja, solange ihn niemand bewegt hat. Natürlich ist der weg. Ich meine, komm schon. Wäre ja auch schlimm. Siehst du? Oh. Okay, das sieht jetzt richtig cool aus. Wie ausgestorben. Und die entziehen dem Land das Leben, was die Fäulnis verursacht. Wenn Sid recht hat. Ist ja immer noch nicht zugemauert. Ganz schönes Armutszeugnis. Warte. Das heißt... Ja, hier habe ich damals mit Bahamut Fang gespielt. Leider auf Kosten dieses beachtlichen Bauwerks. Also er ist da durchgeflogen. Aber wie hast du es hier rausgeschafft? Bin gelaufen. Probier's mal. Okay, die Musik ist cool. Oh nein. Ich stehe schon wieder. Verschweigt ihr zwei mir irgendwas? Erzähl ich später. Also der Tornado ist an sich eine coole Sache. Warum sind die Kreaturen vom Phönix-Tor auch hier in den Minen? Besteht zwischen beiden Orten eine Verbindung?
Man muss nur R gedrückt halten. Ich dachte immer, man muss es rechtzeitig loslassen, weil man es verkacken kann. So, also diese Kreaturen sind wir auch schon begegnet beim Phönixtor. Kann sein, dass Phönixtor auch ein Mutterkristall ist? Also wir machen aber nicht schlecht Schaden, muss ich sagen. Ah, ich kann den steuern! Oh, wie geil! Lief. Lief sehr gut. Gut, will ich mich nicht beschweren. Bin mal gespannt, was hier auch noch auf mich auftrifft. Als ich noch in der Armee war, haben die am Kristalltor stationierten Soldaten oft von einem Wächter erzählt. So einen habe ich hier letztes Mal nicht gesehen. Hab's aber natürlich auch nicht so weit geschafft. Seien wir einfach vorsichtig. Ich will mal wieder so ein bisschen Fight haben. Schön in der Mitte laufen, so wie ich das gehört. Wo kam das her? Das könnte ba... Hier. Noch ein Opfer der Flucht. Gut. Er will's drauf anlegen. Bereit, Clive? Immer. Alter, wir haben jetzt noch einen Drachenkampf. Nur ein Phönix kann einen Drachen besiegen.
Alter, der arme Drache. Wir erlösen ihn. Wo ist er jetzt hin? Ey, wie wär's mit da oben, du Lackaffe? Ich habe keine Ahnung, was ein Xenogiva ist. So ein Edelsteindrache meinst du, ne? Alter! Oh, du Ratte! Aua! Ja, verstehe ich. Sehe ich. Ja, doch. Doch. Ich verstehe es, ich verstehe es. Wow. Warte. Alles in Ordnung? Ja. Zum Kern ist es nicht mehr weit.
Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Das war nicht die Wache? Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äthersumpf schicken. Clive. Hm? Wenn das funktioniert und der Segen erlischt, wird für Leute wie uns alles schlimmer, bevor es besser wird. Wenn wir die Letzten sind, die den Äther beherrschen, wird unsere Gabe gefragt sein. Das heißt, man wird uns jagen. Ich hoffe, irgendwann werden sie erkennen, dass wir keine Wahl hatten. Es war der einzige Weg in eine bessere Welt. Und ich dachte, ich würde noch zweifeln. Ein Glück, dass zwei von dreien auf dich vertrauen. Dann muss ich das wohl auch. Wird Zeit, dass ich meinem Titel gerecht werde. Sid, der Geächtete. Der Kampf war geil. Es ist schon leicht perplex. Das Spiel müsste dich eigentlich komplett flashen, Justin. Ich meine, der Anfang war geil, das hatte ich gelockt. Dann war es eine Zeit lang ruhig. Dann wird es wieder cool. Und heute habe ich gefragt, wie findet ihr das Spiel? Und jetzt kommt dieser Drachenkampf. Sind fast da. Hat jemand noch Bedenken? Ich frage nicht mehr nach. Keiner. Ich frage nur noch die Yuna. Wir stehen hinter dir, Sid. Worauf warten wir dann noch? So. Let's go. Ich habe aber nicht mehr viele Heiltränke. Aber vielleicht finde ich ja noch ein paar. Blutige Haut in der Truhe. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, aber hier gibt es noch Heiltränke. Ja, das kriegst du mit dem Schwert nicht kaputt, mein Freund. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meinst du also? Danke, Clive, aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden. Okay. Obaten Machtwort gesprochen. Sieh doch. Was ist das? Sid! Nicht ohne Ifrit. Komm.
Komm zu mir. Ich kann das nicht ohne dich. Der uns doch noch mitgenommen. Das ist nicht Drachenkopf. Tja, der wurde an die Wand genagelt. Ich war schon mal hier. Du wieder! Wo steckst du? Was willst du? Was? Er lebt noch! Okay. Ich glaube, wir sind irgendwie so ein jemand Besonderes. Au! Du Sausack! Ich würde sagen, alles. Ich treffe sie halt auch nicht, ne? Ich hoffe, die Lautstärke ist soweit okay. Also Audio generell. Fuck. Falsche Knöpfe gedrückt, Entschuldigung.
Diese Macht gehört nicht dir. Der hat Blitz. Dafür sollst du brennen. Oh mein Gott. Ich will es ja nicht sagen, aber der frisst gut Damage. Habe ich jetzt gerade echt aufs Maul gekriegt? Rasch wie ein Wildfeuer. L und... Alter. Wir kämpfen gegen einen schwebenden Oberkörper. Er hat keine Beine mehr.
Hat sich bei der Madame zu Tode im Haus gefickt. Es ist vorbei. What the fuck? Hört das denn niemals auf? Was? What the fuck? Der Kampf war zwar langwierig, aber zu einfach. Oh nein. Jetzt. Der kann bestimmt richtig krass fingern. Entschuldigung. Nur zu gern. Au! Au. Au. Ja, wie soll ich denn das schaffen? Das ist mies. Au. Ah, mit dem Feuerbad kann ich mich also heilen. Verstehe. Wenn ich mal nicht die Schnauze halte, und mich mal ein bisschen auf den Kampf konzentriere, dann geht das sogar ein bisschen.
Der bewegt sich ja mit. Das ist ja mies. Eine Genki-Dama. Okay. Dragon Ball Rip-Off. Unser Feuerball. Mein Gott. Oh, 200 Skillpunkte, das ist schwach. Verringert die Wartezeit bis zur erneuten Einsatz von... Oh ja, das würde ich gerne... Ah, ich will das ausrüsten. Jetzt! Fuck. Oh mein Gott. Einfach geil. Geiler Film. Ja, Film. Eigneter Leib. Warum sehen wir eigentlich die Eisespe nicht mehr so häufig? Gut geschlafen? Du blutest. Das? Ist nur ein Kratzer. Na gut, ein Loch. Wir finden dir einen Heiler. Ja, das glaube ich nicht. Wer du bist. Und wenn du denkst, ich würde ihn dir überlassen. Irrst du dich? Was? Ich
Was? Jetzt weiß ich gar nicht, was abgeht. Seht. Jetzt bin ich überfragt. Die letzte sollte reichen. Nicht bewegen. Der Kleif ist nützlich. Kleif. Lange Zeit glaubte ich, alle Antworten zu kennen. Aber dann traf ich dich. Und du hast mich gelehrt, nicht für den Tod, sondern für ein würdiges Leben zu kämpfen. Doch was hat man davon, ein Stück Freiheit zu erringen, wenn das eigene Ende immer fremdbestimmt bleibt? Also habe ich eine Entscheidung getroffen. Im Griff des Todes erglüht ein Licht und entfacht die Flammen erneut. What the fuck? Entschuldige, Clive. Wäre ich doch nur früher gekommen. Erkennst du mich wieder? Du hast sie beschützt. Das war sehr mutig. Zeig dich, Ultima. Unseren Namen? Was weißt du noch, Phönix? Auf meinen Reisen habe ich viel über deine Ziele erfahren.
Du warst es, der mich von meinem Bruder getrennt hat. Und ich weiß auch, dass du nach seiner Kraft strebst. Doch glaub mir, um an ihn zu kommen, musst du an mir vorbei. Nun gut. Möge der Atem meiner Ahnen meine Lungen füllen, um die Lieder des Leids verstummen zu lassen. Eine Widrigkeit. Doch keinen Sinn. In der Tat, keine Spiele, Phönix. Überlass uns unseren Leib. Ich sagte doch, nein. Eine flüchtige Form. Ich weiß, dass ich ihr nicht wirklich schaden kann. Doch, um Clive zu beschützen, ist das auch nicht nötig. Das sind keine Flammen der Zerstörung. Hast du bereits vergessen, wer ich bin? Alter, bin ich baff. Same. Dann du! Mist! Ich bin gerade sprachlos. Wir müssen hier raus! Nicht ohne das! Sid ist nicht unter ihnen.
Schicken wir einen Stolas? Das wird nicht nötig sein. Ich hoffe, du redest zumindest von meinem Spiel, was dich gerade so gefesselt hat. Die feinsten Seiden der Meisterweber von Randela. Alter Schwede, kommt, dieser Plot-Twist. Schokobosteaks, Schokobowurst, nur von Vögeln aus Weidehaltung, kein ledriges Fleisch alter Rennvögel. Auf einmal taucht unser Bruder auf, der Phönix. Ich habe Schoten und Erbsen, Bohnen und Rüben, was immer ihr wollt. Ich habe Erbsen, genug. Bitte, Tränke, Tonika. Na, mein werter Herr, darf's was sein? Nerven, alles frisch von heute Morgen. Tonika, Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Etwas für eure Reiseapotheke? Vielleicht eine kühlende Salbe für wunde Füße. Die Szene war gerade voll baff, die muss ich erstmal verarbeiten. Ich würde gern, aber habt eine gute Reise. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Fünf Jahre später, Alter. Ich würde gern wissen, was an Clive so besonders ist. Gut, dich zu sehen, Sid. Was? Wissen wir mehr? Er ist jetzt der neue Sid. Was? Die Träger sind im alten Rathaus am Stadtrand eingesperrt. Und du kannst dir wohl denken, wer sie dort hinter Schloss und Riegel hält. Kupkas Leibgarde. Eine Falle. Und nicht einmal eine besonders gute. Schon wieder? Was erhofft er sich denn davon? Ich werde sie heute noch da rausholen. Nein, das wirst du nicht tun. Unsere Mitstreiter sind nicht gestorben, damit du dir mitten im Nirgendwo die Kehle durchschneiden lässt. Du willst sie also im Stich lassen? Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass jemand anderes sie befreien könnte. Verdammt nochmal. Sturköpfig wie der alte Sid, was? Okay. Dass der. Ich meine, Ultima verstehe ich, glaube ich, dass es irgendwelche besonderen Wesen sind. Du bist jetzt Sid. Wenn ihm etwas zustößt, war's das. Aber dass der Typ, den wir die ganze Zeit verfolgen, unser Bruder ist? Wow. Der Hund ist schon seit 5 Jahren erwachsen. Ist das nicht ziemlich alt für einen Hund mittlerweile? Gut, es ist wahrscheinlich ein riesiger, magischer Wolf, also. Schwierig. Bitte, wir wissen von nichts. Ihr müsst uns glauben. Wir würden euch doch helfen. Aber ihr helft uns doch bereits. Wir haben doch nichts getan. Bitte glaubt uns. Vergebt ihm, Milord. Er wollte keinen Ärger machen. Ruhe jetzt! Keine Spur von Hugo.
Von dieser Falle wird er wohl genauso viel halten wie wir. Dann wird's ein Kinderspiel. Seid gnädig, ich flehe euch an. Ist doch schwerhörig, ihr sollt Ruhe geben. Ich glaube, wir haben das Tattoo nicht mehr. Das hat er sich wegmachen lassen. Es wird alles gut. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ist er das? Es ist er. Es ist Sid. Gehen wir? Und jetzt gibt's erstmal aufs Fressbrett. Ihr Ficker. Die Macht des Blitzes. Sid stirbt hier! Er ist hier drin! Bring mir seinen Kopf! Okay, das ist cool. Jetzt wird's lustig. Kein Problem. Titan lässt grüßen. Es reicht jetzt. Ja, kommt alle rein. Lass sie mit der Katze spielen. Oh, miau, miau. Oh, ein Schmusekater. Ach, wir haben Hundi. Ja, mach das schon. Du kriegst, was du verdienst, Sid. Die Biester sind schnell. Dann müssen wir schneller sein. Ich will nichts sagen, aber... Du gerade meinen Hund angegriffen, du Fotze! Genug. Blöde Pussy. Kriegspanther. Alter Schwede. Es fängt an, Spaß zu machen. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Vergesst es. Ja, die Hosen gestrichen voll. Wer so eine große Pussy bändigen kann. Lass sie.
Für einen Tag wurde mehr als genug Blut vergossen. Machen die sich aber ganz schön klein mit dem Schwanz. Der alte Mann läuft, als hätte sich in die Hose geschissen. Mörder! Ohne dich wären unsere Freunde nicht tot! Hörst du mich? Wir waren nur Köder, um dich aus deinem stinkenden Rattenbau zu locken. Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Was willst du überhaupt hier? Wir wollten nie gerettet werden. Sollen wir euch etwa dafür danken? Jetzt werden sie uns jagen. Wir sind alle so gut wie tot. Seit 5 Jahren kämpfen wir, um uns ein besseres Leben zu sichern. Damit wir endlich gleich behandelt werden. Wollt ihr das etwa nicht? Was wir wollen, ist unsere Ruhe. Jedes Mal, wenn ihr auftaucht, sind es wir, die leiden. Schon gut. What? Tut mir leid. What? Ich habe keine Ahnung, wann der Controller voll ist. Lass uns allein. Das ist unsere Heimat und hier bleiben wir. Menschen. Sid wusste, dass es so laufen wird. Das wird schon noch. Wenn du das sagst. Wir sollten gehen. Naja, solange es ein Weibchen hat und sein Hundi, passt das schon. Das Männchen. Gehen wir mal ins neue Versteck. Ich mache aber auch Schluss. Wir sind 8,5 Stunden dran, Leute. Gut. Die Szene gucken wir uns noch an. Und dann bin ich für heute fertig. Vor 5 Jahren haben wir das, was für viele ein Symbol der Hoffnung war, ohne ersichtlichen Grund zerstört. Sie können nicht anders, als uns dafür zu verurteilen. Obwohl wir all das für ihre Zukunft tun, sehen sie nur, dass wir ihnen das Leben erschwert haben. Doch das Leid muss an der Quelle erstickt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Als Sid von einer Welt gesprochen hat, in der wir unsere Zukunft bestimmen. War ihm egal, ob es richtig oder falsch ist, was wir tun. Gute Nacht, Juna. Ich mache mich auch gleich ab nach der Szene. Ich vermisse ihn. Eine Welt, in der wir alle gleich sind. Das hat er gewollt. Und wir auch. Darum trage ich seinen Namen. Darum haben wir alle sein Erbe angetreten. Und nichts und niemand wird uns dabei aufhalten. Wir sind da, ihr Turteltäubchen. Endlich zu Hause. Otto wollte mit dir reden. Geh besser zu ihm. Immer was zu tun. Ja, ist doch schön. Ich muss sagen, das Spiel war geil. Also bis jetzt, Ramu einverleibt. Ja, stimmt, da war ja was.
Ja, ich mache mich auch mal. Warte mal, wie viel Uhr haben wir es dann? Ja, kurz nach eins. Vielleicht kriege ich noch irgendwo einen Döner. Ich habe so Hunger. Macht's gut, YouTube-Aufnahme.